Lise Wahlemann! Woo! Und zwar, wo hört Liebe auf? Wo sie anfängt, das ist so einfach. Da trifft man 1000 Menschen und bei irgendeinem schaltet sich dein Herz mit ein und dir wird dann klar, bin wohl verliebt, schön, dass es sowas immer noch gibt. Denn natürlich hattest du schon so lange niemanden mehr in deinem Leben, mit dem du ein Bett geteilt und gefrühstückt hast und bei dem du dich nicht fett fühltest, als du nackt warst. Und dass dann dieser Mann, bei dem denkst, genau das, was ich immer wollte. Und du hast plötzlich jemanden, an dem du dich anlehnen kannst und der sich mit dir freut und der dich im Arm hält, wenn du heulst, weil die Schuhe nicht mehr in deiner Größe gibt. Aber ich habe da mal eine Frage. Wo hört Liebe auf? Hört sie da auf, wo ich mir wünsche, ich hätte wieder mehr Platz im Bett und keine Schnarchgeräusche und beide Kopfkissen und ihr müsste nicht fernsehen, dabei lesen, weil ich Fußball nicht sehen kann, weil ich dann kotzen muss, aber lesen kann? Liebe hört da auf, wo man den Mann vom Anfang sucht und ihn nicht finden kann. Liebe hört da auf, wo ich lieber kotze als küsse. Liebe hört da auf, wo es die Schuhe doch noch in meiner Größe gibt. Liebe hört da auf, wo ich meine Beine nicht mehr rasiere. Liebe hört da auf, wo Schmerz anfängt. Liebe hört da auf, wo alles gleich und sich wiederholt, wo alles gleich und wiederholt, wo alles gleich und sich wiederholt. Liebe hört da auf, wo man sich so tolle Sätze ausdenkt wie: Die Liebe ist wie ein Fußballspiel. Irgendwas ist immer in Bewegung. Man ist die ganze Zeit von Idioten umgeben und es dauert 90 Minuten. Plus Verlängerung. Liebe hört da auf, wo man seine Sachen wiederholt und leugnet, dass man die ganze Nacht geheult hat. Liebe hört da auf, wo wir wieder rational werden. Und Liebe hört da auf, wo ich mich an die Anweisungen meines Kunstlehrers in der 6. Klasse erinnere. Arbeite ruhig, um andere nicht zu stören. Suche dir in aller Ruhe einen freien Platz, bilde keine Schlangen und dränge nicht. Nehme dir nur so viel Material wie nötig und lege anschließend alles wieder an den vorgesehenen Platz. Wenn du eine Aufgabe nicht verstehst, lese sie erst noch einmal durch und versuche einen Lösungsweg zu finden. Dann frage deinen Nachbarn und erst dann frage den Lehrer. Deine Ergebnisse beschriftest du mit deinem Namen und bewahrst sie in deiner Mappe auf. Du hinterlässt die Station ordentlich. Liebe, hört da auf, wo wir beide noch nicht begreifen wollen, dass es schon vorbei ist. Wo du und ich auf dem Sofa sitzen und im Fernsehen Fußball läuft. Wo ich neben dir ganz ruhig arbeite und ich dich störe und mir in aller Ruhe einen freien Platz neben dir suche. Ich setze mich dann nicht zwischen dich und den Fernseher. Ich bin ja keine Schlange und drängle nicht. Ich schlängle mich an dir vorbei durch den Gefühlsdschungel und nehme nur so viel Chips aus der Schüssel wie nötig. Und ich werde später bereuen, weil Chips fett machen. Aber falls da noch ein Rest bleibt, lege ich den später wieder an den vorgesehenen Platz. Wenn ich das Fußballspiel nicht verstehe, und das will ich doch jetzt endlich, weil ich noch nicht begreife, dass Liebe irgendwann aufhört, dann lese ich zuerst die Aufgabe noch einmal durch und versuche, einen Lösungsweg zu finden. Dieser sollte mich in deine Arme befördern und diese Arme sollten sich unter meinem Pulli wiederfinden und dann in meinem Höschen verschwinden. Aber du hast keine Lust auf Lösung und ich muss meinen Nachbarn fragen. Und der ist 70 Jahre alt, hat nur noch ein Bein aus Fleisch, das andere aus Holz und er riecht nach Bratenfett. Liebe hört da auf, wo es nie welche gab. Und Sex hört da auf, wo 70-Jährige nach Fett stinkende Männer nur noch ein Bein haben und abends um 10 die Tür trotzdem öffnen. Ich stehe dann also vor dieser Tür und der Alte macht auf und guckt, als ich ihm sage, dass ich doch nicht mit ihm schlafen will, sondern ob er mir vielleicht Fußball erklären kann, nimmt er sein Holzbein ab und droht mit Schlägen. Ich muss jetzt also einen Lehrer fragen, aber hier im Haus gibt es nur einen Hausmeister. Da klingel ich und sage auch hier, dass ich keine Lust auf Sex habe, aber Fußball in Liebe wegen verstehen muss. Der Hausmeister fragt, ob ich Probleme mit der Heizung hätte. Ich sage ja auch, aber erklären Sie mir doch mal eben, wie Fußball geht. Er sagt, Fußball geht nicht. Fußball spielt man und Fußball ist Liebe. Liebe ist nicht Fußball, Liebe ist Fußtritt, wenn sie aufhört. Liebe ist wie Fußball, nicht Fußtritt, wenn sie anfängt, spannend und man weiß nie, wie es ausgeht. Liebe fängt da an, wo alles laut ist. Der Hausmeister erklärt mir Fußballliebe. Liebe hört da auf, wo niemand mehr zuhört. Ich gehe dann wieder in die Wohnung und schreibe es mir auf, beschrift das mit meinem Namen und klebe es an den Kühlschrank, weil ich keine Mappe habe. Liebe hört da auf, wo wir keine Dinge des anderen mehr sammeln. Liebe hört da auf, wo ich mich frage, wieso ich dir zuliebe meine Haare nicht kurz schneiden ließ, mich tagelang nur von Salat ernährt, um dieses hässliche von dir aber gemochte Kleid zu passen und warum ich das Kleid nicht einfach verbrannt habe.
Liebe bringt manchmal die Erkenntnis, dass nichts mehr brennen kann. Liebe ist kein brennendes Herz und Liebe ist nicht unendliches Glück. Zum Glück hab ich jetzt endlich kapiert, worum es bei Liebe nicht geht. Und ich stehe auf und Liebe hört auf und ich packe meine Sachen und hinterlasse meine Station ordentlich. Und ich verlasse dich, denn Liebe hört definitiv da auf, wo ich versuche, nur wegen dir und nicht wegen mir Fußball zu verstehen. Dankeschön.